für Menschen, die diese Lautsprecherwagen geschoben haben, erstmal nochmal, oder? Ja, liebe Demonstrantinnen, liebe Demonstranten, liebe Freunde und Helfer, liebe Männer, Frauen und Kinder. Ich konnte ja leider erst vor einer Stunde zu der Demo dazustoßen. Anlässlich des 2. Mai, weil ich musste arbeiten gehen. Und als ich kurz auf der Schönhauserallee ankam und die Demo gesehen habe, also auf der Kastanienallee, ich meine, diese Demo, die habe ich schließlich in den letzten 4 Jahren auch mit euch zusammen angemeldet und begleitet und geschützt. Und hab sie auch mit euch zusammen vor 5 Jahren aus der Taufe gehoben und als ich sie vorhin gesehen habe, da dachte ich, boah, ist die groß geworden. Aber jetzt genug mit den Worten der Übung, was bedeutet das 2. Mai? Das ist der Tag nach dem 1. Mai. Es ist der nächste Schritt, ein Tag nach dem Kampf- und Feiertag der Werktätigen kämpfen die Arbeitslosen für ihre Rechte. Denn die Menschen ohne Arbeit, ohne bezahlte, ohne angemessen bezahlte Arbeit werden immer mehr und gleichzeitig wird immer mehr produziert. Immer weniger Menschen arbeiten immer größeren Reichtum. Die Geschäfte sind voll mit Waren und es gibt keinen Mangel. Trotzdem gibt es Armut. Das ist ein Skandal. Die immer größer werdende Zahl der nicht Lohnarbeitenden wird schikaniert, in sinnlose Maßnahmen gezwungen, obwohl niemand ihre Arbeitskraft braucht, ihre Bewerbung, ihre Bemühungen. Für viele ist das eine Tragödie und diese werden dann auch noch gegängelt und diskriminiert. Moment. Genau. Und Politiker und Parteien behaupten immer, sie wollen die Arbeitslosigkeit bekämpfen, aber in Wirklichkeit bekämpfen sie die Arbeitslosen. Und ganz zu schweigen von den Medien, was sie für ein Bild von den Arbeitslosen malen. Andere Menschen sind gezwungen, Arbeiten zu machen, die sie hassen. Oder sinnlose Arbeit, die niemand nutzt oder die sogar schadet. Und das nur, weil sie den Lohn brauchen. Es ist also so, dass man vom Reichtum nur etwas abkriegt, wenn man Lohnarbeit leistet. Aber das können immer weniger. Und weil es immer weniger Arbeitsplätze gibt. Und die Angst vor der Arbeitslosigkeit führt dazu, dass Arbeiterinnen immer zu immer schlechteren Bedingungen arbeiten. Dabei war das mal ein Menschheitstraum, weniger zu arbeiten. Die Menschheit hat schon immer vom Müßiggang und vom Wohlstand geträumt, nicht von sinnlosen Produkten und entfremdeter Arbeit. Der Reichtum, der dank Industrialisierung, Roboterisierung und technischen Fortschritt erzeugt wird, muss an alle verteilt werden. Heute kann nicht jede oder jeder arbeiten, aber jede und jeder muss ein gutes Einkommen haben. Arbeitslosigkeit darf nicht zu Armut führen, schließlich führt ehrliche Arbeit ja auch nicht zu Reichtum. Wir müssen ein total veraltetes Arbeitsethos endlich in die Tonne kloppen. Es wird nie wieder Vollbeschäftigung geben. Und das ist gut. Wir brauchen nicht mehr Arbeit, weil alles ja schon im Überfluss produziert wird. Wir brauchen mehr Geld. Und man braucht Geld, denn man braucht Geld, um leben zu können. Und da Leben das Grundbedürfnis Nummer 1 ist, ist Einkommen das Grundrecht Nummer 1. Leben ist kein Lohn. Also bekämpfen wir die Spaltung der Menschheit in Werktätige und Arbeitslose. Gegen die Spaltung der Arbeitslosen in Arbeitssuchende und Arbeitsfaule. Gutes Leben für alle. Ja. Welche Wege dahin die richtigen sind? Arbeitslosengeld ohne Gängelung durchs Amt, Mindestlohn, Stipendien, Krankengeld, hohe Sozialhilfe, gute Rente und so weiter und so weiter. Oder eben ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Darüber müssen wir diskutieren. Das müssen wir demokratisch entscheiden. Und um diese Diskussion anzuregen, machen wir jetzt jedes Jahr am 2. Mai am Internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen diese Demonstration. Ich höre immer wieder die Frage, wie soll man das bezahlen? Wo soll das Geld herkommen? Ich sage, wenn wir uns einig sind über das Ziel, dann werden wir schon gemeinsam einen Weg dahin finden. Und den Leuten, die sagen, wir müssen den Kapitalismus abschaffen und eine andere Gesellschaftsordnung errichten, denen möchte ich sagen, dann darf es aber auch in dieser anderen Gesellschaftsordnung keinen Zwang zur Arbeit geben. Und natürlich haben wir jetzt noch keine Patentlösung parat, keinen Königsweg. Aber wir kennen das Ziel, gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Sollen bloß die arbeiten, die arbeiten wollen. Sollen alle gut leben, gegen sinnlose Ressourcenvernichtung durch sinnlose Produkte. Für Roboter, kein Scheiß für Geld. Leben ist kein Lohn. Darum, macht unsere Ziele bekannt, überzeugt eure Mitmenschen und kommt alle
nächstes Jahr, dann werden wir noch mehr Leute sein, kommt alle nächstes Jahr wieder zum 2. Mai zur Kundgebung gegen den Zwang zur Lohnarbeit am internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Danke. Juhu!